Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir uns die Ausführungen etwas teilen. Ich etwas mehr zur Europapolitik sage, zur prekären Beschäftigung und zum Öffentlichen. Die Katja etwas mehr zur Renten und auch zu unseren Vorgehensweisen in der innerparteilichen Kommunikation. Zur Rente will ich nur noch sagen, natürlich wissen wir ganz genau, dass die Ostrenten niedriger sind wie die Westrenten und haben das über das Sommer hinweg auch besetzt. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Und ich bin ja jetzt auch persönlich betroffen, weil ich jetzt auch nach Ostrentensystem praktisch eingeordnet werde, seit dem 1. Juli, also durchaus eigenes Interesse habe, dass das schnell besser wird. Betroffenheiten. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier eingeladen wurde und ich komme sehr gerne zu unserem mitgliederstärksten Landesverband. Für mich sehr beeindruckend. Ich war ja auch im Sommer auf der Sommertour hier. Vielleicht so viel zu Ost und West. Wir haben uns ja vorgenommen, in unserem 120-Tage-Programm wieder auf die politische Bühne zu kommen als Linke. Und es ist uns auch gelungen. Und eine Voraussetzung, auf die politische Bühne zu kommen, ist die Feststellung, dass wir eine gesamtdeutsche linkspluralistische Partei sind und sein wollen. Und dass wir 80% Gemeinsamkeiten haben in der Partei und 20% Unterschiede. Und dass jede Partei, die erfolgreich sein will, muss mit den 80% Politik machen und darf sich nicht über die 20% zerlegen. Und ich glaube, dass es uns gelungen ist, die 80% wieder in den Vordergrund zu stellen, aber auch die 20% Unterschiede sind enorm wichtig, weil niemand von uns will in einer Partei sein, in der alle gleicher Meinung sind. Ich glaube, das wäre langweilig, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, linkspluralistisch zu sein, eine Partei zu sein, die verschiedene Strömungen, Traditionslinien, verschiedene Anschauungen vereinigt. Im Übrigen ein Konzept, das jetzt viele europäische Linke übernehmen. In Frankreich, in Griechenland. Es ist dort auch nicht mehr der Erfolg der klassischen Kaderparteien, sondern tatsächlich geöffneter linker Parteien. Das setzt aber voraus, dass wir in einer respektvollen Kultur miteinander umgehen, konstruktiv miteinander diskutieren, unsere Unterschiede dazu nutzen, programmatisch und inhaltlich weiterzukommen. Und in dem Augenblick, wo eine Strömung über die andere gewinnen will, wird die ganze Partei verlieren. Es setzt immer voraus, dass die Meinung des anderen respektiert wird. Und ich hoffe, dass wir in den 100 Tagen, am Montag waren es 100 Tage, seit wir im Amt sind, aber wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen ein 120-Tage-Programm machen, weil das Recht auf Urlaub auch für die Partei gelten soll. Das war ja, finde ich, im besonderen Maße Katja, die diesen Gedanken mit eingebracht hat, dass wir hoffentlich diese Kultur auch ausstrahlen und selber in der Partei vorleben. Wir haben das Gefühl, dass es wieder leicht aufwärts geht, merken aber natürlich auch, wenn einmal Vertrauen in der Wählerschaft verloren ist, das geht sehr, sehr schnell, es wieder zurückzugewinnen, geht dann schon länger. Wir haben gesagt, wir wollen zuhören, die Kommunikation verbessern, aufnehmen, was in der Basis gemeint ist. Und es ernst nehmen, dass wir eine Partei sind, die von unten nach oben aufgebaut ist und nicht von oben nach unten durchgereicht wird. Das ist, ich glaube, ein sehr wichtiger Gedanke und wir meinen das sehr ernst, dass eine Partei immer eine gute Führung braucht und es ganz schlecht ist, wenn sie eine Führung hat, mit der sich die Partei nicht identifizieren kann. Aber viel, viel wichtiger sind motivierte Mitglieder, die sagen, wir sind in der richtigen Partei und wir wollen uns für die politischen Ziele dieser Partei einsetzen. Wenn wir diese Mitglieder nicht haben und nicht gewinnen und nicht halten, dann können wir gleich einpacken. Und insofern ist auch das Wichtigste, dass der Kontakt zu den Mitgliedern gepflegt wird. Wir haben das gemacht auf unserer Sommertour. Wir waren viel im Osten, ich war viel in den
Ostlandesverbänden und ich war durchaus beeindruckt von der kommunalpolitischen Verankerung, die die Partei hier hat. Ich habe das im Übrigen auch nicht so richtig verstanden, warum wir da einen Gegensatz konstruiert hatten in der Partei zwischen kommunalpolitischer Verankerung und landespolitischer Verankerung und Beteiligung an sozialen Bewegungen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist kein Gegensatz. Es sind unterschiedliche Praxisfelder, die die Partei beide braucht. Wir müssen natürlich vor Ort verankert sein, die Interessen der Menschen aufgreifen, schauen, dass dort die Menschen spüren, dass wir ihre Lebensverhältnisse verbessern wollen. Und wir müssen natürlich auch in gewerkschaftlichen, in sozialen Bewegungen mitmachen, in sozialen Kämpfen dabei sein, eine Rolle dabei spielen. Das darf in unserer Partei kein Gegensatz sein, sondern muss eine gegenseitige Bereicherung sein. Und zum Inhalt sind wir, glaube ich, über mehrere Themen, auch in unserem 120-Tage-Programm, wieder zurückgekommen. Eines der wichtigsten Themen war ganz sicher die Auseinandersetzung mit der Euro-Krise. Für die Menschen in der Regel ein sehr abstraktes Thema. Sie können es, glaube ich, nicht mehr hören, wie viele hunderte Milliarden da hin und her bewegt werden. Kein Mensch kann genau aussprechen, was ESM oder Fiskalpakt bedeutet. Aber inzwischen haben wir einen Zustand, dass die Menschen Angst bekommen, was da passiert. Sie werden unsicher, ob das, was da alles läuft, noch richtig ist. Und ich glaube, dass wir dort als Linke gut aufgestellt sind. Wir haben gesagt, dieser Weg ist ein Weg, die neoliberale Hegemonie in Europa in Verträge zu meißeln und keine gewählte Regierung kommt mehr aus diesen Verträgen raus. Insofern war ich auch enttäuscht über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es sind zwar einige Linien eingezogen worden zum ESM, aber die sind nicht wirklich so bedeutend. Insofern waren wir auch nicht völlig erfolglos. Aber was viel unverständlicher war beim Fiskalpakt, wo im Kern in ganz Europa die Schuldenbremse eingeführt wird und es völlig egal ist, ob die Menschen eine linke oder eine rechte oder eine mittlere Regierung wählen, sie sollen nur noch eines machen können, zu Lasten der Erwerbslosen, der Rentner und der Beschäftigten zu sparen und zu kürzen. Und das soll in alle Verträge gegossen werden mit Ewigkeitscharakter. Und da bleiben wir dabei, das ist auch ein Angriff auf die europäische Demokratie. Und die Linke ist angetreten, die Demokratie zu schützen und auszubauen und nicht zuzulassen, dass die Demokratie jeden Tag eingeschränkt wird. Das wollen wir nicht. Die Linke versteht sich ja eindeutig als demokratische Erneuerungsbewegung in Europa. Und wir haben auch eingebracht, dass längst über diese Sachen europäische Volksabstimmungen stattfinden müssen. Und das Volk beteiligt werden muss an Entscheidungen, die über Generationen hin wirken, und zwar in aller Regel verheerend wirken. Und wir merken tagtäglich, dass die Euro-Krisenpolitik von Merkel und Co. die Krise nicht bewältigt, sondern wir von Krisengipfel zu Krisengipfel gehen und bei jedem Krisengipfel die Krise wieder größer ist und die Summen, die aufgebracht werden müssen, von Monat zu Monat steigen und diese Summen müssen praktisch die Beschäftigten, die Rentner und Rentnerinnen und im Kern auch die Erwerbslosen aufbringen in ganz Europa. Und da hat die Linke ein klares Konzept, weil ich auch jetzt nicht die Zeit habe, ein riesenökonomisches Referat zu machen, aber wir haben vier Punkte, die unser Konzept ausmachen und für die wir auch werben. Erstens sagen wir wollen nicht, dass wir eine Krise, die Rentner und Beschäftigte nicht verursacht haben, genau diese Bevölkerungsgruppe bezahlen muss. Und es sind sich die Regierungen in Europa wohl immer einig, dass bei Renten gekürzt wird, dass bei den Mindestlöhnen gekürzt wird und dass der öffentliche Sektor ausverkauft und verschleudert wird. Aber es gibt keine einzige Bedingung, dass Reiche und Vermögende für die Krise bezahlen müssen. Und die Linke sagt, wir wollen, dass Millionäre und Milliardäre für die Krisenlasten bezahlen müssen, dass die Profiteure bezahlen und nicht die Opfer in Europa. Und das ist
Im Übrigen unverständlich, dass weder in Deutschland, noch in Griechenland, noch in Spanien diese Gruppe in irgendeiner Form herangezogen wird zur Finanzierung der Krisenlasten. Wir erleben gerade, dass die griechischen Millionäre und Milliardäre 200 bis 300 Milliarden Euro in die anderen Länder transferiert haben, in die Schweiz, in Berlin. Ich habe es bei der Wohnungssuche gemerkt, dass der Wohnungsmarkt immer enger wird, weil diese Wohnungen aufgekauft werden, übrigens in meisten Luxuswohnungen, um die habe ich mich aber nicht beworben. Dass in Paris, in London, überall in den teuersten Viertel diese Wohnungen gekauft werden und gleichzeitig die griechische Bevölkerung bluten muss. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Mütter ihre Kinder bei den Hilfswerken abgeben, weil sie sich selber nicht mehr versorgen können, oder dass Kranke sterben müssen, weil sie die Medikamente nicht mehr bekommen, oder dass Leute hungern müssen, mitten in Europa, nicht irgendwo außerhalb von Europa, sondern mitten in Europa. Und da muss die Linke sagen, solche Zustände in Europa wollen wir nicht haben. Wir sagen zweitens, es ist ein völliger Unsinn, dass die Europäische Zentralbank in der Größenordnung von über einer Billion, also 1000 Milliarden Euro Gelder billig mit 0,75% an die Banken gibt und die Banken dieses Geld dann teuer an die Schuldnerländer weiterverleihen, zu 7 oder 8%. Und die einzigen, die den Reibach dabei machen, sind die Banken, die dann gleichzeitig gegen den Euro spekulieren und zocken. Warum, um Gottes Willen, gibt denn die Europäische Zentralbank dieses Geld nicht billig an die Schuldnerländer selber weiter? Oder wenn sie es aus rechtlichen Gründen nicht kann, warum gründen wir nicht eine öffentliche europäische Bank, die dann die Kredite zu 0,75% oder 1% weitergibt, weil doch eigentlich jeder ökonomische Laie verstehen muss, dass Länder, denen gerade Verkürzungs- und Armungsprogramme verordnet wurden, niemals Wirtschaftswachstum von 6 oder 7% erzielen können. Das müssten sie nämlich, um die Zinsen bezahlen zu können. Also sie werden durch diese Zinszahlungen geradezu erwürgt. Und zwar aus einem einzigen Zweck, dass nämlich Banken und Investmentgesellschaften davon profitieren. Und es war ein erstes Erlebnis von Katja und mir, dass wir bei der Kanzlerrunde bei Merkel waren. Es war interessant, wie sich die sogenannte Opposition dort verhalten hat, also SPD und Grüne. Also wir hatten den Eindruck, dass sich SPD und Grüne dort nicht nur von Merkel über den Tisch ziehen ließen, sondern die sind ganz aktiv über den Tisch gesprungen in ihre Arme. Also das war für sie kein Problem. Aber was uns mehr erschreckt hat, dass dort eine Debatte war, und zwar ganz ernsthaft von allen Beteiligten, wir müssen das machen mit den ganzen Rettungsschirmen, weil wir die Finanzmärkte beruhigen müssen, wieder Vertrauen in die Finanzmärkte herstellen müssen. Und wir haben uns beide gedacht, wohin sind wir eigentlich gekommen, dass gewählte Regierungen Maßnahmen machen, sich völlig freiwillig dem Diktat der Finanzmärkte unterwerfen. Das ist doch keine Demokratie. Und wir sagen als Linke, wir wollen uns nicht dem Diktat der Finanzmärkte unterwerfen, sondern wir wollen die Finanzmärkte demokratisch kontrollieren und regulieren. Das ist unsere Politik.